Willkommen bei Creepy Ghost Life. Willkommen zurück zum zweiten Teil von Zweisatz Horrorgeschichten. Nummer 1. Auf meinem Smartphone habe ich heute ein Foto von mir gefunden, auf dem ich friedlich schlafe. Das Foto ist gut geworden, das ist nicht das Problem, aber ich lebe allein. Nummer 2. Ich erwache vom lauten Klopfen auf Glas. Zuerst denke ich, es sei jemand am Fenster, bis ich merke, dass es aus dem Spiegel kommt. Nummer 3. Mein letzter Blick fiel auf den Radiowecker, der 0:07 Uhr anzeigte, als sie ihre langen, verrotteten Fingernägel in meinen Brustkorb stieß, während sie mit der anderen Hand meine Schreie erstickte. Ich fuhr aus dem Schlaf hoch und war froh, dass es nur ein Traum gewesen war. Dann sah ich die Uhr des Radioweckers auf 0:06 Uhr springen und hörte, wie sich die Schranktür leise knarzend öffnete. Nummer 4. Ich bin mit Katzen und Hunden aufgewachsen. Da ist man das kratzende Geräusch an der Zimmertür gewohnt. Seit ich alleine lebe, finde ich es allerdings sehr beunruhigend. Nummer 5. Du hörst deine Mutter unten nach dir rufen und gehst zur Treppe. Doch bevor du den Fuß auf die erste Stufe setzen kannst, packt deine Mutter dich am Arm und zieht dich ins Schlafzimmer. Ich habe das auch gehört. Nummer 6. Sie fragt mich, warum ich so schwer atme. Aber ich atme nicht schwer. Nummer 7. Meine Frau weckte mich letzte Nacht und sagte mir, es sei ein Einbrecher im Haus. Meine Frau wurde vor 2 Jahren von einem Einbrecher ermordet. Nummer 8. Das Babyfon weckte mich, als es rauschend die Stimme meiner Frau übertrug, die unser Baby in den Schlaf sang. Ich drehte mich zufrieden im Bett um und mein Arm strich dabei über den Rücken meiner Frau, die direkt neben mir schlief. Nummer 9. Ich war überzeugt gewesen, dass meine Katze einen Sehfehler hatte. Sie starrte mich immerzu an. Eines Tages wurde mir klar, dass sie in Wirklichkeit etwas direkt hinter mir anstarrte. Und Nummer 10. Der Arzt sagte mir, dass ich eventuell ab und zu das Gefühl erleben werde, als wenn meine amputierte Hand noch da wäre. Niemand bereitete mich allerdings darauf vor, wie es sich anfühlte, wenn kalte, raue Finger über meine Phantomhand strichen. Haben dir diese kurzen Horrorgeschichten gefallen und einen Schauer über den Rücken gejagt? Dann kannst du dich auf die anderen Geschichten im nächsten Teil freuen. Und abonniere meinen Kanal, um weiter auf dem Laufenden zu bleiben, was Geistergeschichten, Horror, mystische Wesen, Legenden, Creepypastas und Co. angeht.